Busbahn. Die hauen gerade ab. Fährt draußen lassen? Hier läuft einer? Achso, bist du, okay. Also ich laufe hier auch mit, aber ich hab Kleidung an. Was machen wir mit den Pferden? Rein, ich bin schon am Schlachten hier. Okay. Ich bin dran. Wir haben jetzt natürlich meine ganze Hütte geplündert. Kein Thema, die schlachten wir ab. Die können hier mit einer Spitzhacken auf einen los, die können nichts. Pass nur auf, dass du nicht getroffen wirst. Oh, ich hab hier. Micha, du stellst uns bestimmt unsere Fälle wieder raus. Erster tot, nix. Jetzt, bitte. Einer ist noch im Haus drin bei mir. Okay, da kommt er. Lauf, Schlampe. Ja, mir Erde hingekommen. Die Toren zumachen, damit die nicht rauskommen. Ich stehe im Tor. Ja, ich mach's jetzt zu. Moment, komm raus da. Ja. Kein ins Tor. Ach, einfach den. Wer läuft da? Der Nacke da hier? Das ist der Nacke da, wegmachen. Den Nacke da machen. Ah, scheiße! Tötet ihn! Warum war das Tor nicht zu? Ja, ich mach's jetzt Tor einfach nicht zu, fertig aus. Wieso hier noch einer stirbt. Ich spring auf mein Pferd. Tötet ihn! Ja, er ist jetzt verwackt hier. So, haut ihn jetzt weg, klar. Ist er tot? Ja. Und dann Grab nicht, dass er tot ist. Tot. Drei Stück waren, dann ist noch einer da. Los. Die haben sich alles in 100er Qualität geschnappt. Ist egal. Einer ist noch da. Das liegt alles noch hier. Die haben es ja nicht vereinigen können. Reicht das Tor jetzt zu machen? Ja, ich bin drin. Nein, also ich glaube, einer ist über die Mauer raus auf dem Pferd und weg. Okay, wir wissen ja, wo die sind. Abmachen. Los, hinterher. Tore zumachen, alles zumachen. Kenzai sollte vielleicht die Bäume entsorgen. Genau, Kenzai bleibt hier und macht die Bäume bitte weg. Wir holen uns die. Ich komm raus. Jeder schnappt sich ein Pferd und dann ab dafür. Alle draußen? Jo. Alle draußen, also ich bin draußen, ja. Mach Tor zu. Dein Pferd, Schatz? Hab's. Okay. Wer hat jetzt mein Pferd geklaut? Also ich hab ja, ein Pferd fehlt. Ich hab meins noch, wo ich... anderes, wenn dann noch eins steht. Fertig ab. Du kannst auf jedes aufsteigen, werden. So, nur Bescheid sagen, ich kann euch 100 Pferde draufstellen, kein Problem. Also ein Pferd fehlt, weil... Ja, auf dem ist... Einer von denen ist auf dem Pferd davon. Richtig, also fehlt. Ein Pferd. Dann ist das, haben die das geklaut gerade. Ja, das wird getötet, ihr wird getötet. Habt ihr noch ein Pferd? Ja, für mich? Es gibt keine New Life-Regel, also ihr dürft da nochmal alle töten. Ja? Bitte? Kein Thema dann. Es gibt keine New Life-Regel, ihr dürft da so oft töten, wie ihr wollt. Seht ihr da Leute, werden die getötet. Also alles klar. Die Leute, die ihr jetzt schon getötet habt. Gut. War ein bisschen laggy gerade, Alter. Ich hab lange für den ohne Rüstung gebraucht, weil der immer so um mich rumschlägt. Alles gut. Ich komme jetzt das Tor raus und bring den Pferd. Moment. Hallo? Jo. Du musst hinten auf jeden Fall die Baumstämme wegmachen. Ja, mache ich sofort. Ja. Und dann würde ich sagen, kriegen die auch einen Bann, oder? Ach, warum? Ja, weil das so nicht erlaubt ist, oder? Eigentlich schon, aber für so Regelwiderstöße werden Gebäude gelöscht. Okay. Das ist auch die Bestrafung dafür. Ich finde das gut, dass wir Leute endlich mal haben, die kämpfen. Oder kämpfen wollen. Gut, die konnten so nicht kämpfen. Gib das doch rüber. Ich hoffe, die rüsten sich jetzt da mal aus, wenn wir da jetzt hingekommen sind. Ist klar. Da kein Spaß gegen Leute ohne Rüstung zu kämpfen. Und versucht euch nicht so zu tummeln. Also rennt nicht ineinander, weil sonst trefft ihr euch gegenseitig. Ja. Ihr habt alle lange Waffen. Ja. Alle Waffen, die lange Entfernung. Also die haben mein ganzes Wundersach mitgenommen, habe ich gerade gesehen. Oh, scheiße. Ja, wir holen die Sachen jetzt alle zurück. Also 100 dann. Ich glaube, ich habe 100 war, aber 90 und alles. Bei uns ist es. Ist so lächerlich. Da, dieses kleine Häuschen, was die da haben. Ja, und das Monument, was da steht. Und ich glaube, ich habe einen von unseren anderen beiden Männern getroffen. Ja, also ich wurde auch aufgehalten, was ihr hier seht, stirbt. Ja, ich kann zu nah rangelaufen, glaube ich. Bitte? Okay. Safina, geht bitte an die Karren und guckt einmal durch, was da so drin ist und berichtet das einmal an. An den Budget. An den. Ich mach das auch. Der Rest wollte ich gerade sagen, guckt bitte einmal rum, dass er hier nicht Leute sieht. Wo seid ihr hingeritten? In Richtung dem Schuh? Da ist einer mit dem. Ja, ja. Ist das einer von uns? Oh, wie heißt der? Ja. Nee, ist okay. Alles okay.
Hier in den Rüstungsständer ist einiges drin. Nüsse, Äpfel, ja, Seidenraupen, Schleudern. Ja, das ist das Müll. Werkzeug. Das Müll. Lehm, Kohle, Rüstung, Wasser. Ja, Rüstung, alles mitgelassen. Ah, fuck, ich hab, bei mir ist abgekratzt. Bei wem? Alles gut. Lord Ra. Rüstung rausnehmen, Waffen rausnehmen, alles was in 100er Qualität ist, wieder rausnehmen. Das geht alles wieder zurück an Besitzer. Ja, also wie genau gesagt, gut ist, von 90 plus aufwärts ist alles raus. Die haben da, ich guck. Qualität 23? Was hießen die denn, die wir jetzt gerade gekillt haben? Irgendwas mit Breus und ich muss nachgucken. Kann mir einer Gleitschutz geben? 19er Qualität und sowas. Das brauchen wir ja nicht. Sehr Bro hab ich getötet. Die sind raus. Sehr Brown habe ich getötet gerade. Ja, die sind gar nicht mehr online. Ich habe mir die Karre geschnappt mit den Rüstungssätzen. Gibt mir jemand Gleitschutz? Der einzige, den ich noch online sehe von denen, ist Julian Abate Marco. Vier Leute. Ich bin jetzt bei euch. Das ist der, der bei euch. Wer ist das? Achso. Das bin ich. Sägen und sowas von Qualität 55 und sowas. Wie gesagt, vier Leute schnappen sich die Karren, die da drin sind. Ich helfe Karre fahren. Und die anderen geben Geleitschutz. Aber vergesst eure Pferde nicht. Ja, ich pack meins gleich ein, dann bin ich zwar langsam, aber ist ja egal. Ja, einfach in den Karren packen im Notfall. Ah, gut. Kann man Pferd in den Karre packen? Ja. Ja, Handelskarren, ja. Aber nur die Schlachtrösser, nicht die normalen Wildpferde. Okay. Sollen wir nicht alle vier gleichzeitig losgehen in den Wagen? Kannst du mein Pferd einsammeln vielleicht? Ja, dann bin ich aber beim Kampf zu langsam. Okay. Einfach in den Karren packen, wie gesagt. Ja. Lauf erstmal raus von dem Kleben. So. Und sollten die kommen, während wir euch hier geleiten, müsst ihr den Karren eh wegstellen und wir müssen absteigen und dann kämpfen wir sowieso. Richtig. Deswegen dürft ihr nicht so schwer sein. Wir hauen ja nicht ab oder so, wir kämpfen. Ja. Zwei Wegen stehen noch. Ja, ich hol einen. Achso, okay. Lasst uns die anderen Kisten und Fässer auch noch durchgucken, ob da noch irgendwas ist. EK Elite. Wie viele Elite sind jetzt noch online? Keiner mehr. Sind alle raus. Alle raus, okay. Also sechs Stück sind draußen. Unsere anderen Burgen, wenn die so über die Burgen. Also hier kriege ich das, kriege ich mein Pferd nicht rein in die eine Karre. Ja, also ein Haus wird hier, die haben ja nicht wirklich viel. Da kann ich den gerade mal ein Haus hiervon löschen. Hat einer von denen keinen Wohnplatz mehr. Verdammt, ich krieg das noch nicht mal hier rein, die Karren sind voll. Hoffentlich merkt er das erst, dass er kein Wohnhaus mehr hat, nachdem er sich geportet hat. Ich krieg das bei mir auch nicht so rein, irgendwie. Oder ich bin zu. Also, ich wollte gerade sagen, die sind voll, 100. Die Karren. Ich guck mal. 100 brauchst du, 100 Platz. Hier liegt noch etliches an Zubereitungen und so weiter in den Säckchen. 100 Platz brauchst du, 100. Das wird. Ich glaube, dann hätte Lord Rag, könntest du mich noch heilen? Wäre das noch selbstverständlich. Möglich? Selbstverständlich. Wo bist du denn? Unten am Wasser, der erste mit der Karre. Ich sehe es. Okay, ich komme zu dir. Ich bin leider. Nee, das ist Saphira. Ach, da unten. Warte, dann nehme ich mir eine Karre und komme mit der Karre runter. Was ist da in der Kiste noch drin? Lohnt sich da die Kiste noch mitzunehmen? Essen. Ich habe mir gerade mal was genommen von dem Essen, was hier ist. Ich habe. Drin? Okay. Hier sind Eisenplatten drin. Sind Eisenplatten? Hier bei mir, sind Krieg. Würde ich nehmen, aber ich kann sie nicht mitnehmen. Oh, hier ist Napta. Napta nehme ich. Napta. Ja, Napta fehlt mir auch fast 40 Stück. Erfrischende zu ihr. Zwei Stück haben die hier. Ja, hier steht noch ein Fass, ne? Schauen wir, was in dem Fass ist. Habt ihr unter die Decken geguckt von den Häusern? Ne, ich war noch gar nicht in den Häusern. Oh, hier ist auch. Weil ich glaube, da war doch eins, wo. Hier ist unser Pferd, glaube ich. Unser verlorenes. Ne, ein 54er Schlachtross ist hier. Ich hab meins jetzt in dem Wagen drin, wo ich hab. Egal, wir haben jetzt ein Pferd wieder zurück und gut ist. Also, die haben eins geklaut, wir haben eins wieder. Warte mal, ich platziere mal eben den Karren nochmal. Also, ich kann so gar nicht laufen, das geht, ist kacke, ey. Ich guck schnell mal die Häuser nach, ne? Mach mal. Das eine Richtung Wasser, das da ist nichts. Guck doch von hier in die Karre rein, ob das Pferd da noch Platz hat. Dann müssen wir uns halt merken, welches ist. Ja, okay. Warte mal, wo bist du? Hinter dir, glaube ich. Hinter mir? Mhm. Nee. Ich stehe hinter Rico, entschuldige. Warte, ich komme zu dir.
Ich muss sowieso den werten Rico noch heilen. So, in dem Karren, der hier noch steht, ist jetzt auch ein Pferd schon drin. Also einen Träger brauchen wir noch für die Karren. Philipp, steck dein Pferd in die Karre und los geht's. Oder Tetsi oder wer auch immer. Also die Häuser ist nix. Ja, das war mal eine Plündertour hier. Vier Karren habe ich noch nie aus einer Burg rausgeholt. Also zur Strafe müsstest du eigentlich das Monument löschen, ne? Das wäre die größte Strafe. Ja, aber ein Gebäude wird gelöscht normalerweise laut Regel. Und das wäre dann eins von diesen. Weil die ja nichts anderes haben. Die haben ja vier solche Wohnhäuser. Also bei den kleinen Dingern müsstest du schon auf zwei erhöhen. Also dafür, dass du das... Wohnhäuser. Ja, das ist schon, ne, das ist halt wirklich ein Regelwiderstoß. Ja. Aber ich weiß nicht, ob sie den, ich meine, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, aber ich glaube, die kennen die Regel einfach nicht, weil sie nicht verstehen. Haben wir jetzt alle Karren? Denke. Ja, hier nur drei. Wir müssen noch ein bisschen umräumen. Ein Karren fehlt noch. Hier oben steht noch einer. Entweder Philipp oder Alfala. Ne, wie heißt er? Alfarin. Alfarin, genau. Alfalfa. Dann schnapp ich mir den Karren. So, pack mein Pferd damit rein. Muss ich den Abschied abstellen? Los. Vielleicht krieg ich die auch bei dir auch rein. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Tauschen wir die eben. Nicht, ne? So. Lalalala, öffnen. Weil bei uns ist es völlig egal. Pass mal auf, ich nehme hier noch Sachen raus. Beispiel, das nehme ich mal raus. Nein. Weißt du, warum die das bei uns, die haben vielleicht bei uns auch gespäht und geguckt, aber warum die das bei uns nicht gemacht haben? Weil einfach keine großen Bäume bei uns in der Gegend stehen, die sie nehmen konnten für sowas. Dito. Bei uns wären sie gearscht gewesen. Da hätten sie richtig lang schleppen müssen, da hätten wir sie auf jeden Fall gesehen für diesen Weg. Und bei dir liegen, glaube ich, die Baumstämme schon so rum, ne? Die brauchten die gar nicht fällen erst. Heißt, das macht noch nicht mal ein Geräusch bei dir. Die haben die einfach nur aufgehoben und hingelegt, oder? Micha? Ach, Micha hat sich gemutet. Warum auch immer. Nee, kriege ich bei dir und ich in die Karre rein, keine Chance. Also ich habe mein Pferd leider in meinem Inventar drin. Ja, Dito, ich bin dadurch unheimlich langsam, das ist mein Problem gerade. Reicht ein bisschen Gummibärensaft. Gucke ich bei Saphira doch nochmal in der Karre. Sofern sie die gleich mal abstellt. Ich habe zwei Lumpen, habe ich drin bei mir. Schmeiß die weg. Danke. Soll ich den noch Fallen hinterlassen hier? Ich habe noch fünf. Ja, bitte. Kriege ich die in die Wohnhäuser rein. Doch, hast du auch nicht wirklich Platz, ne? Musst du kurz rumschalten, auch keine Chance. Auch nicht. Ich habe noch fünf Inventarplätze frei. Achtung, ich lege eine Falle hier in das Korn rein. Trotzdem, da ich einen Schlachthaus drin habe. Ich lege ins Wohnhaus eine Falle. Fünf? Wie viel? Ich habe 125 von 130. Ja, das Problem ist, wenn ich dir jetzt ein Pferd gebe, bist du auch zu schwer. Du kannst das Doppelte tragen eigentlich. Ja, ich kann es auch tragen, so ist es nicht. Aber wenn du Inventar aber ich bin dann unheimlich, bist, unheimlich langsam. Achso, mit Karren dann? Ja. Das erste Wohnhaus, was da einzeln steht, bitte nicht mehr reingehen. Ja, auch nicht in die Pflanzen, nicht in den Flachs und nicht in das Getreide. Haben die das schon angepflanzt da, das Neue, was die sich geklaut haben, oder was? Das wäre so schnell noch nicht gewachsen. Ja, stimmt. Brauchen wir Lehm? 33er? Gleich zurück, randvoll gepackt mit irgendwelcher Scheiße. Ja, sie haben auch wirklich aus meiner Hütte alle Karren einfach so rausgeholt, die ich da als Lager platziert hatte. Wir haben jetzt hier einen Konvoi gemacht quasi und den bringen wir jetzt gleich Pfeile nach Hause wieder. Bin leider nicht ganz so schnell, aber ist... Geht jetzt leider nicht anders. Ach, scheiß drauf, ich nehme mein Pferd auch mit rein.
Okay, alle Abmarsch bereit? Bereit. Jawohl, Sir. Dann geht's los. Also Rico, ja, du kannst einen Tacken langsamer machen. Ja, das wird eine langsame... Langsame Scheiße. Miep, 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 du tut. Miep, miep, tut, tut. Elefantenrennen. Wie schneller. Ich halte mich da raus. Gib mir das Pferd. Genau, gute Idee. Der Reiter, der vorne vorweg flitzt. Ja. Kann der vielleicht mein Pferd aufnehmen? Euch ist aber klar, dass wenn die Reiter wirklich die Pferde haben, dass ihr die Karren schnellstmöglich im Angriffsfall abstellen müsst und erstmal beschützen müsst. Klar, in dem Moment, wo wir R drücken, ist ja sowieso die Karre sofort abgestellt. Ihr dürft dann nur nicht ineinander stehen. Also ich kann dann nur schnell laufen, wenn ich es nehme. Eben, ich kann auch jetzt gerade nicht schnell laufen, aber heißt, wir müssten dann erstmal reiten als berittenen Kampf. Wo seid ihr denn? In den berittenen Karren. Also ich bin der dritte Karren. Wenn wir angegriffen werden, Philipp, dann bleiben wir Kavallerie. Ja, okay. Dann kann ich das Pferd schon nehmen. Zu Fuß kann ich dann halt nicht mehr kämpfen. Ja, sind wir zu 12 hier. Oberadventum kommt oben rein ins TS. Ja, jetzt pass mal auf, bei dem sind sie auch zugange. Schweine. Nee, nicht wirklich, weil im Dings im Spiel sind keine Rinne. Ach so, also, sind alle raus? Vielleicht waren die sind schon alle raus. Oder waren schon da, eben. Deswegen war schon da. Ich am Anfang der JH da war keiner bei mir. Aber die kamen ja auch erst recht spät, ne? Gegen 20, ja. Hier, wie ich gesagt habe. Ja. Ist da vorne im Bach oder ein Keiler? Keiler. Wo ist denn der Pferdemann? Ich guck mal, ob das Keiler ist. Ah. Einfach umlenken, indem du dran vorbeireitest, dann zieht er den weg. Ich warte immer noch drauf, dass ich mein Pferd abgeben kann. Ja, ich komme euch gleich entgegen. Wir müssen nur noch in die Richtung dirigieren. Lennoxburg. Die kaputte Burg bei euch am Fuß sind wir. Servus! Unserem Fuß? Ach, da unten? Okay. Mhm, die du wegmachen wolltest. Wer schreit Servus? Das bin ich neben dir. Ah, okay. Du bist schneller. Du hast kein Pferd im Inventar, oder? War das Vorsicht, nee. Vorsicht links? Captain America, das grüßen. Aber ich bleib bei dir. Bleib du vorne. Ich bleib an den letzten. Richtung ja, wegen dem Pferd. So. Ich also ich bin jetzt der Letzte. Moment. Warte mal, ich mach das ganz schnell. Dann gehe ich zu den Ersten, zu den Vordermännern. So. Würdest drauf sitzen bleiben können. Ach so, okay. Ja, anhandeln kann ich dich trotzdem. Meine Richtung passt oder muss ich irgendwo hindrehen? Alles gut, immer so weiter. Uch! Und zum Unternehmen ist unterwegs. Naja. So, gib mir ein Pferd. Das ist wieder ein Keiler. Sehr schön. Jetzt kriege ich auch mal ein bisschen Fahrt drauf. Wird langsamer irgendwie. Man waren ja aber sehr schnell beim Bauen gewesen, ne? Mit dem Holz. Ja, was die da alles schon geplündert haben, brauchen sie nicht mehr viel herstellen, ne? Ne, mit dem Holzbalken meine ich, ne? Dann haben die das alles im Inventar schon gehabt und sich schon mal vorpositioniert. Aber war doch gut, dass wir uns angeschlossen haben. Ne, das mit den Holzbalken denke ich mal ganz einfach, weil bei der Keiler kommt wieder hinter dem Pferd her. Ne, da müsste irgendwann da hinten stehen bleiben. Eigentlich, theoretisch. Ne, bei den Jellingen liegt ringsum viel zu viel Holz und das haben die einfach genutzt. Mhm. Hat sich da einer hinten bei der Burg versteckt? Rechts davon? Oder sah das nur so aus? Ich geh mal gucken. Kommt noch auf dem richtigen Weg.
Kommt gerade so ein Hügelchen hoch? Ja, da hinten hast du. Ja, richtig. Hier, wo ich bin, oder was? Hier gar nichts nach hinten, guck mal. Bei mir steht sogar die Sau schon noch. Das ist ein Pferd. Ja, siehst du, das ist halt eine Einstellungssache halt, ne? Hm. Guck mal später mal. Ja, wer reitet da? Das bin ich, der neben dir war. Achso. Da siehst du noch jemand anderen. Und wo ist der Konvoi? Müssen wir so weit laufen? Der Konvoi ist hier oben, wo ich hinreite. Komm mit. Und hier hinten. Ich wollte gerade sagen, zwei Mann hier hinten. Und hier vorne. Ach, wie viele Reiter sind wir? Zwei, drei jetzt mittlerweile. Aber okay. Einer, der nicht kämpfen kann. Okay. Absoluter Bauer. Und Minen. Aber das ist bei jedem Spiel so. Sobald du Ukrainer oder Italiener angreifst, locken die sich sofort außer nach. Ach, das sind Pfeifen, Mann. Wer so kämpft, das ist einfach nur ein Schlappschwanz für mich. Hier ist Lappenverbot. Das ist richtig. Ich bin hier oben auf dem Hügel stehen und warte auf den nachfolgenden Konvoi. Da habe ich Lex. Ich sehe dich schon. Das habe ich auch sogar gelenkt. Raven. Ja? Die Burgen, die hier stehen. Ja, das sind war das die? Das war der im Wasser gebaut hat, ne? Das war der danach im Wasser gebaut hat, genau. Danach im Wasser, okay. Der hat erst das Ding übernommen, hat das hier ein bisschen ausgeschmückt und hat dann im Wasser gebaut, genau. Okay. Ist jetzt eigentlich noch irgendjemand zu schwer, ne? Ja, aber du könntest mal Richtung Spitze des Konvois reiten und dann vorne die Tore öffnen. Für die Leute, die dann schon vielleicht da sind. Erster Mann bleibt stehen vom Konvoi. Weißt du nicht weiter, oder? Ich wollte auf den Rest des Konvois warten, sonst ziehen wir da zu weit auseinander. Ja, okay, dann machen wir das. Na, sonst wird es zu schwer, gleich zu beschützen. Ja, womit wollen die noch angreifen? Sich einen Grashalm züchten? Ja, man weiß ja nicht, was sie noch im Inventar haben, ne? Na, nix, die sind ja die meisten davon gestorben. Richtig. Es wundert mich, dass sie sich nicht einfach der Rüstung und der allem bedient haben, was da lag, weil da lag Schwerter in Hülle und Sülle. Aber ich glaube, die können sie noch gar nicht führen. Willst du gerade noch den anderen töten? Also zwei sind mindestens tot, das weiß ich, wenn nicht sogar drei. Ja, wer durfte den anderen töten? Ich drei sind tot. Sir Brown Elite getötet und dadurch habe ich von ihm auch den Kopf in meinem Inventar. Deswegen wollte ich sagen, wer durfte den anderen töten? Ich hab ihn leider nicht erwischt. Mir ist zwar einer auch gestorben, aber ich habe auch keinen Kopf im Inventar. Vielleicht, weil die Verbrecher gemarkt waren? Das kann sein. Dann habe ich den einzigen Verbrecher getötet. Haha. Das war der El Capone. Du meinst El Mascarpone. Oder so. Ich weiter links. Brauchst dich so hoch über den Berg. Kommt dann eh gleich Wasser. Mhm. Jawohl. Schön, dass wir das hingekriegt haben, euch die Sachen wiederzuholen. Das freut mich richtig. Ach, also mich freut es mehr, dass sie dabei draufgegangen sind, der versucht das zu klauen. Sachen sind egal. Aber also, das war ja echt Zufall, dass wir gerade dann da auch vor der Burg standen, ne? Ja. Stell dir mal vor, ich hätte dich jetzt nicht zurückgeholt ins Game. Wir hätten da ein leichtes Spiel gehabt. Also, das Einzige, worum es geschaut ist, ist wirklich das hohe Saatgut. Der Rest ist Merille, weil... Die Frage ist, ich glaube nicht, dass sie das schon rausgeschafft haben. Das müsste noch irgendwo im Loot liegen. Also einer liegt draußen, zwei müssen drinnen liegen. Ja. Sind denn drei getötet? Ich meine, es sind drei getötet worden. Also ich hab vorne nur den ersten, der mir entgegengekommen ist. Zwei haben wir getötet und einer ist doch abgehauen mit deinem Pferd. Mit Philipps Pferd. Also, Torhall. Deswegen hat Torhall das Pferd. Ach so, der ist ja abgehauen, der zweite. Der hat Raven genommen. Dann war das vielleicht mein Pferd, womit die abgehauen sind. Nee, das hab ich. Bei irgendjemandem hat auch das Pferd gefehlt sein. Also ich habe auf meinem gesessen, da war nämlich noch die Reservierung drauf. Das bei mir auch. Geil, und meins hatte ich in einem Säckchen reingelegt und das habe ich auch rausgenommen. Ah, dann wird es mein Pferd wahrscheinlich gewesen sein. Oder? Naja. Warum sind die alle so unterschiedlich schnell?
unterschiedliche Stärke. Genau. Ach, der Stärke-Skill macht das aus? Ja. Oh, meinst du, wie schnell du bist, wenn du 100 Stärke hast? Ja, okay, ich mach jetzt 100 Stärke rein. Kein Problem, ich skill um. Verbrenn sogar mal deinen Kampfskill. Damit kannst du kämpfen. Und auch Bogen schießen. Ja! Jo. Dann siehst du Obelix hier über die Karte rennen mit dem Wagen. Wow. Ich hab grad ein Foto gekriegt von der Freundin von meinem kleinen Blutsbruder. Oh, der Waldfee. Was hat der angestellt? Womit hat er die erpresst? Okay. Ja, er wiegt ungefähr fast ein bisschen mehr wie ich, aber ist ungefähr. Ne, er ist gleich groß, aber ist. Er hat nicht Muskelmasse, er hat das andere. Gut, ist eine Kombination aus beidem. Ja, ich bin sehr, sehr flauschig und kuschelig, ist meistens sehr gern begehrt. Mit doch muskulös, aber. Ja, er ist tendenziell nicht wirklich muskulös. Der Unterstrich sind die Ö-Striche, oder wie war das? Mit Verlaub. Flauschig und kuschelig kenne ich mich auch mit aus. Flauschig ist gut. Kratzbürste ist ja nicht so doll. Der Herr Lord von Ra etwas weiter nach rechts. Bei mir hängt das ganze Spiel. Oh. Oder der Lord Ra wartet. Nein, ich warte nicht. Ich warte. Oh, Raven ist rausgeflogen. Ja, richtig. Sorry, Rico, ich hab mich gerade erschrocken, Alter. Hab ich mich erschrocken. Siehst du genauso aus wie das Bild, was du da drin hast bei dir? Wer? Nein. Hier, Micha. Nein. Sonst würde ich weniger wiegen, um einiges. So flauschig und so. Da hat er vor Schreck gerade den Teamspeak zugemacht, oder wie? Oder wie muss ich das jetzt deuten? So, ja, so in der Art. Ich wollte das Bild wegklicken und dann ist direkt alles weggegangen. Das Bild auch wieder nicht. Ich glaube, ich habe keine Bilder von mir auf dem Rechner, also keine Sorge. Da muss man sich auch nichts antun. Ja, aber für die CJH solltest du dir vielleicht mal aneignen, den ganzen Wald hier wegzumachen ringsherum. Und die Bäume reinzuschaffen, damit du noch mehr Holz bei dir drin hast. Achso. Haben wir schon gesehen, du hast da so ein bisschen. Raven, was ich vorhin gesagt haben wollte. Ja. Ich habe übrigens das Gefühl, die haben Gegenden geändert, wo was wächst. Bei uns in der Umgebung wächst nämlich nicht eine einzige Eiche mehr, es sei denn, wir haben die wirklich selbst gepflanzt. Okay. Ich habe das Gefühl, die haben die... Früher gab es ja bestimmte Gegenden, also es gab nur im Süden Maulbeerbäume und sowas, ne? Mhm. Also kann sein, dass sie die jetzt wieder geografisch geändert haben. Weil an der ganzen Arena ist nicht ein einziges, ein einzige Eiche mehr. Und da waren ja einige. Hm. Alleine hier der eine Kerl, ich weiß jetzt nicht, wie er hieß, der leicht, was ist es, nordwestlich von der Arena gebaut hatte. Hm. Guck mal, nicht auf den. Soft Loki, genau. Soft Loki van der Mark, genau. Der hat ja auch etliche Eichen, auch alle weg. Da reitet er? Nicht. Okay. Oh, Runtime! Runtime Ergo. Mein Männer ist rausgeflogen. Ja, man kann hier vorne der erste Konvoi schon mal anhalten. Kann die anderen ein bisschen aufschließen. Ich gehe kurz einmal da hoch. Ich schließe schon mal ein bisschen auf. Lass ein Berg runter. Aber Stöcke vor die Füße schmeißen. Dudel. Dann schraufeln sie. Schraufeln sie. Tut mir leid, schlaufeln ist momentan nicht möglich. Wir haben Marderschatten. Oh. Ah, er holt auf. Oh, willst du Pferd wir haben? Ja, die paar Meter ziehst du jetzt noch. Okay. Das ist, glaube ich, noch mehr umständlicher, wenn wir das jetzt abstellen und wieder, dann hast du wieder ein paar Meter Unterschied zwischen den anderen. Und die 3 Minuten, oder nicht? Nee, in der JH gibt es keine Ablaufzeit. Ja. Ich habe auch einen überholt. Wer ist denn hinter mir? Ich.
Soll ich mal schieben? Wer sein Karren nicht verschieben. Ach so, übrigens Raven, ja. Das Spiel, was ich mal gesagt habe vor kurzem, ne? Was war das? Das nennt sich Worm on Limits. War on Limits, okay. Das ist auch sowas wie das hier, nur dass du halt auch richtige Karren fahren kannst. Also musst zwei Pferde vorspannen und dann kannst du da Holzbalken drauflegen und. So wie das hier? Also, oder besser? Um einiges besser. Ja, das hört sich doch mal vernünftig an. Ist aber leider auf Englisch. Naja, ey, der Englisch Typ hier voll hält mich nicht ab. Wo darf es abgestellt werden? Einfach egal. Irgendwo. Er pusht.